Menschen und Saurier hätten einander auf keinen Fall so nahe sein sollen. San Diego verdiente etwas Besseres. So wie die Saurier. Aber Menschen, tja, sind neugierig, vorhersehbar und habgierig. Diese Eindringlinge verursachten mehr Chaos, als sie ahnen konnten. Während unserer Abwesenheit wurde aus den menschlichen Wärtern eine Gefahr. Simon Masrani wollte John Hammonds Vision verwirklichen. Größer, schöner, ambitionierter als das Original. Doch die Saurier haben ihre eigenen Pläne. Jagen, fressen, sich eine Nische in dieser neuen Welt erobern. Mal sehen, wie sich alles entwickelt, wenn du mit dabei bist. Stehe ihnen nicht im Weg. Sonst wiederholst du nur die Vergangenheit. Hier hat sich also all die Aufregung zugetragen. Ja, hier ist es. Einfach unglaublich. Und hier fangen wir wieder an. Neben dem Einfangen der Saurier, die uns als Grundlage dienen, habe ich InGen gekauft, weil ich an die Wissenschaft glaube. Sie können ihre Ergebnisse doch reproduzieren. Natürlich kann ich das. Aber es bedarf großer Anstrengungen und Ressourcen, die Forschung wieder auf dieses Niveau zu bringen. Und sie werden für ihre Bemühungen angemessen entlohnt. Natürlich erwarte ich Ergebnisse. Und die bekommen sie. Ich hoffe, du hast dich gut eingelebt und bist bereit. Das ist Lily Halford. Sie koordiniert den Betrieb. Miss Halford? Danke, Mr. Masrani. Ich denke, ich spreche für alle hier, wenn ich sage, dass wir sehr dankbar für diese Gelegenheit sind. Als kleiner Junge liebte ich es, mit Spielzeugzoos zu spielen. Und nun, mit dieser Insel und den Sauriern, besitze ich das größte Spielzeugset überhaupt. Ich will diese Freude, die Aufregung, die ich als Kind hatte, ich will, dass alle sie spüren. Sie machen das möglich. Wir müssen zuerst ein Kontrollzentrum und eine Unterstützungsanlage in Betrieb nehmen. Und die brauchen alle Strom. Damit hätten wir eine starke Basis. Und dann die Saurier. Das ist der Plan. Das ist meine Investition in die Vision und in meine Leute. Bitte, ich möchte dem nicht im Weg stehen. Unser Ziel ist der Ankylosaurus. Tolles Reptil. Fange ihn und setze ihn in einem Gehege aus. Thank you.
Anfrage zur Produktabholung erhalten. Transport im Gange. Transportiert. Wir arbeiten zwar im Team, aber du verstehst bestimmt, dass meine Vision Vorrang hat. Deshalb möchte ich einen Ranger posten, dem auch gleich ein Team zugeteilt wird. Von dort aus kann es dann den Status der Tiere überprüfen. Ist dein Ankylosaurus glücklich? Um das herauszufinden, behältst du die Geborgenheitsstufe im Auge und erhöhst sie. Orson Welles hat mal gesagt, über ein Filmstudio, er meinte, es war die größte Spielzeugeisenbahn aller Zeiten. Natürlich hatte er keine Saurier. Ich will den Ankylosaurus sehen und beobachten können. Baue bitte eine Beobachtungsplattform. Das klang jetzt zwar eher wie ein Vorschlag, aber ich denke, die Botschaft ist angekommen. Thank you.
Wir müssen diese Tiere in die externe Halteanlage bringen. Sobald ihre Gehege bereit sind, können wir sie in die Jurassic World holen. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Produkt wird transportiert. Ich hoffe, dir steht der Sinn nach etwas Aufregung. Mir jedenfalls. Heute müssen wir mehrere Saurier derselben Spezies einfangen und wieder unter Kontrolle bringen. In einem Gehege. Es kann sofort losgehen, wenn du magst. Was du solltest. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Produkt wird eingesammelt. Produkt muss eingesammelt werden. Produkt wurde eingesammelt. Produkt in der Luft. Transportiere Produkt. Transport abgeschlossen. Produkt wurde zugestellt. Produktzustellung bestätigt. Gleich weiter mit den nächsten Aufgaben. Du bist verantwortlich für einige Statusprüfungen und solltest das Wohlbefinden der Saurier erhöhen. Alles Routine. Das sollte dir keine Schwierigkeiten bereiten.
Ich mag es, meine Saurier im Auge zu behalten. Ich finde nur nicht so viel Zeit dafür, wie ich gerne hätte. Aber dafür habe ich ja dich. Wirf ein Auge auf diese Tiere. Diese Saurier sind bereit für den Umzug zur Halteanlage. Lass sie nicht warten. Oder mich, was das angeht. Produkttransport wird durchgeführt. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Beginne Produkttransport. In der Wildnis gibt es einen neuen Saurier. Spüre ihn auf, fange ihn ein und bring ihn wieder zurück in den Park. Produkt muss eingesammelt werden. Transportiere Produkt. Wurde abgeschlossen. Wir haben Saurier erschaffen, sie ausgestellt, für die Wissenschaft. Aber wir müssen sie auch entsprechend überwachen. Ich will routinemäßige Statusprüfungen aller unserer Saurier. So bleiben wir immer einen Schritt voraus. Dieser Saurier reagiert nicht wie erhofft. Er wird die Hilfe unserer paläomedizinischen Anlage in Anspruch nehmen müssen.
Unsere Mission ist der Nervenkitzel der Jagd, nur ohne Opfer. Betäube diesen Saurier, dann erhält er in der paläomedizinischen Anlage die beste Behandlung, die für Geld zu haben ist. Produkt wurde eingesammelt. Produkt wurde transportiert. Jetzt, da der Saurier wieder zu Hause ist, soll er sich auch richtig willkommen fühlen. Achte auf die Bewertungen und richte das Gehege schön gemütlich ein. Produkttransport im Gange. Zustellung abgeschlossen. Es wird Zeit, die Saurier zu verlegen. Nächster Halt, Halteanlage. Transport hat begonnen. Sollten wir eingreifen? Das ist instinktives Verhalten. Bedauerlich, aber nicht unerwartet. Und wie sollten wir auch? Das Überleben des Stärkeren in primitivster Form. Äußerst prähistorisch. Wir erleben Geschichte in Aktion. Oh, ich kann nicht hinsehen. Und ich kann nicht wegsehen.
Produkt ab. Ich schicke ein Team los, um alles einzusammeln, ehe die Aasfresser kommen. Sammle die Leiche ein. Ich habe Pläne. Wir erhöhen auf der ganzen Insel unsere Reichweite. Das bedeutet mehr Möglichkeiten, um Saurier zu fangen. Ganz besonders brauche ich einen Triceratops. Mein Team wird das Tier überwachen und wir können es wie zuvor von der Insel transportieren. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Produkt unterwegs. Beendet. Unterwegs, um Produkt einzusammeln.
Produkt in der Luft. Ich erwarte keine Ergebnisse. Ich fordere sie ein. Mir ist bewusst, dass wir es hier mit Dimensionen zu tun haben, die in 10 Millionen von Jahren gemessen werden. Aber wir haben keine Zeit zu vergeuden. Unsere Zeit ist begrenzt. Und jetzt ran an die Arbeit. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Hole Produkt ab. Produkt muss eingesammelt werden. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Transport im Gange. Lege weitere Aufgabe fest. Produkt wird transportiert. Anfrage bestätigt. Produkttransport wird durchgeführt. Transport hat begonnen.
im Gange. Sammle Produkt ein. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Produkt wird eingesammelt. Beginne Produkttransport. Im Gange. Bestätige Produktzustellung. Transport abgeschlossen. Transport wird durchgeführt. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Produkt wird transportiert. Produkt in der Luft. Produkt wurde transportiert. Zustellung abgeschlossen. Thank you.
Dieses Ziel gilt für alles und jeden. Jeder Saurier, jede Spezies. Wir wollen ihre Geborgenheit erhöhen. Tatsächlich sollten einzig und allein wir uns nicht geborgen fühlen. Oder besser gesagt, du. Wir verlegen alle Tiere zur Halteanlage. Das wird ein riesiges Projekt. Ich erwarte also nichts Geringeres als Bestleistungen. Und die werde ich auch kriegen. Transportiere Produkt.
Produkt unterwegs. Beginne Produkttransport. Was für ein Anblick, Dr. Wu. Als ich die Isla Nublar zuletzt verließ, dachte ich nie, ich würde zurückkehren. Und das für den Wiederaufbau von Jurassic Park. Oh, das haben Sie nicht. Sie haben geholfen, etwas Größeres zu bauen. Größer, ambitionierter und finanziell rentabler. Saurier für die Massen. Jeder kann einen Park bauen. Aber ein Genie erschafft eine ganze Welt.